Liebe Gemeinde hier in Westkilver, ich darf Sie heute Morgen sehr herzlich begrüßen. Ich will mich mit ein paar Sätzen vorstellen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere mich kennt. Ich bin erst einmal in dieser Kirche noch überhaupt nicht, aber erst einmal hier gewesen, nämlich beim Markttag hier drüben auf dem Hof beim Plattdeutschen Gottesdienst. Ne? Sie müssen wissen, ich gehöre so zu den Intelligenten, die schon mal zweisprachig groß geworden sind. Also ich könnte auch heute Morgen gleich umstellen auf Plattdeutsch, wenn Sie wollen. Ne? Nein, komm gemett, wenn ich was vertelle. Ja, natürlich, das packe ich wohl. Jedenfalls können Sie daraus erkennen, dass ich auf einem Bauernhof groß geworden bin, und zwar Achternbergerdenne. Warum ich in Lenzinghausen gewählt worden bin, ich glaube, das lag an meinem Plattdeutschen, ne? Weil die da saßen, die fingen dann an zu lachen, wo kommen Sie denn weg? Da wusste ich, das sind Plattdeutsche, da habe ich dann darauf geantwortet, Achternbergerdenne. Ne? Naja, gut, also ich habe so ein bisschen einen merkwürdigen Lebensweg, das liegt daran, bei uns, also hinterm Berge, ich weiß nicht, wie es hier ist, herrscht Jüngstenrecht. Das heißt, der jüngste Junge bekommt den Bauernhof, das war mein Bruder. Also habe ich erstmal was Anständiges gelernt, nämlich in Espelkamp Feinmechaniker bei der Firma Aumann. Und als ich damit durch war, da hatte unsere westfälische Kirche schon, weil Pastoren fehlten, nicht nur Lehrer, sondern auch eben Pastoren, einen zweiten Bildungsweg eingerichtet. Da konnte man von Volksschulreife zum Abitur in 4 Jahren durchmarschieren. Das habe ich dann wahrgenommen und hatte einen riesigen Vorteil, weil unsere Kirche denn auch bestimmt hatte als Fremdsprachen. Wissen Sie, was wir lernen mussten? Nicht Englisch, Latein, Griechisch, Hebräisch. War klar, wohin der Weg laufen sollte, nämlich die wollten Pastoren haben. Ne? Er hat mir auch sehr geholfen und ich muss sagen, den Weg habe ich nie bereut, im Gegenteil. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen konnte. So, und jetzt bin ich lange pensioniert. Ich war zuerst im Ruhrpott 15 Jahre, dann nochmal 5 Jahre für die Studentenmission tätig und dann die letzten 15 Jahre, 16 Jahre in Lenzinghausen. Na, und da wohne ich bis heute und bin im Augenblick der beste Schwarzarbeiter im Kirchenkreis, nur mit dem einen Nachteil, dass der Superintendent mir nichts bezahlt. Ne? Also machen wir alles so. Ne? Jo, solange mir der liebe Herrgott die Kraft gibt, machen wir das auch. Versteht sich. Und dann setzen wir uns dafür ein, dass in unserem Volk und Land die Grundlage des Evangeliums bleibt. Und ich bin giftig auf unsere Politiker, wie wenig noch gesagt haben, in der Verantwortung vor Gott, so wahr mir Gott helfe. Von den Grünen kein einziger. Freundchen sei. Wenn die Menschen sich selber und ihre Vernunft zu Herrgöttern erklären, das kennen wir zur Genüge aus der Geschichte der letzten 2 bis 3 Jahrhunderte. Das wollen wir nicht. Jene Demut in der Verantwortung vor Gott, das scheint mir wichtig. Und deswegen die Verkündigung, wo wir nur können, in unseren Kreisen, Gruppen, in unseren Gottesdiensten, wo immer es möglich ist. So, ich habe jetzt die Abkündigung als erstes hier liegen. Unser Wochenspruch: Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Letztlich geht es um diese Frage, wohin denn nur geht unser Weg, fragt Novalis, der Dichter und Schriftsteller. Und die Antwort habe ich mir gleich für die Predigt aufgehoben. Ostersonntag, herzlichen Dank für die Riesenkollekte von 442,75 €. Und zum Osterfrühstück, ich nehme an, dass das zusammengehört, Spenden 388,82 €. Das sind Beträge, und ich komme jetzt in allen möglichen Gemeinden herum, die ich sonst nicht habe. Also
Das spricht für Westkilver. Na gut. Unsere Kollekte für den heutigen Gottesdienst ist bestimmt für die von Kanzsteinschen Bibelanstalten hier in Westfalen. Einer unserer Theologieprofessoren hat uns beigebracht, einen Kernsatz, was sich christlich nennt, hat sich an der Bibel auszuweisen. Punkt. Wir haben ein weites Herz, was die Interpretationen angeht und unser Denken. Christliche Kirche, vor allen Dingen evangelische Kirche, ist Kirche der Freiheit des Denkens. Aber wir brauchen auch eine Grundlage. Unser, wenn man so will, Grundgesetz ist diese Bibel und dass sie Verbreitung findet und dass sie verschenkt werden kann, dass sie in den Hotels liegt, dass wo es Möglichkeiten gibt, da ist diese Arbeit der von Kanzsteinschen Bibelanstalten ganz toll. Und die unterstützen wir heute mit unserer Kollekte. Am 7.4., also quasi Modo Geniti, um 10 Uhr Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls, also nächsten Sonntag, mit Traubensaft. Ich habe gehört, dass Sie das einmal hier in Westkilver wechseln. Also nächsten Sonntag mit Abendmahl und diese Abendmahlsfeier mit Traubensaft. Predikant Helmut Procke-Möller und an der Orgel Herr Kollmeier, Jens Kollmeier, werden den Gottesdienst leiten. Ich freue mich, dass Sie neue Presbyterin haben. Ich habe mir das dazu geschrieben. Herzlichen Dank dafür. Viele Gemeinden haben Probleme, ihre Führungspositionen zu besetzen. Diejenigen, die sich zusammensetzen, früher nannte man das Presbyter. Und Presbyter heißt die Ältesten. Sie sind eigentlich noch viel zu jung dafür, ne? Aber egal, es geht darum, dass Leute Verantwortung übernehmen und dann gerne die Dinge der Gemeinde durchdenken, manchmal auch schwierige Entscheidungen zu fällen haben. Und liebe Gemeinde, dazu ein Wort. Ihr seid nicht dazu da, den Presbytern das Leben schwer zu machen, sondern Danke zu sagen, Danke und nochmals Danke als erstes. Jeder darf selbstverständlich mitdenken und seine Meinung sagen, das soll er auch. Aber ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, wo ich sage, nehmt euch als Gemeinden in Acht. Da sonst geht es wie in Wallenbrück, wo eine Zeit lang kein einziger Presbyter da war, weil das einfach leid waren. Nicht die Auseinandersetzungen, die auch hier kommen werden, die werden gepfeffert sein. Was wird in ein paar Jahren? In Mitte des Jahres wird Pastor Teppe pensioniert. Und dann sieht es hier schwierig aus. Ich packe so gut, ich kann hier schon in Bieren und auch in Rödinghausen mit an. Gestern Morgen musste ich um 4.30 Uhr aufstehen. Meine Frau hat mich rausgeschmissen, damit ich da den Osterfrühgottesdienst bestreiten konnte. So gut ich kann, packe ich gerne mit an. Aber die Presbyter werden es nicht leicht haben, alles zu bestücken und die Gottesdienste zu versorgen. Ich wünsche Ihnen gute Nerven und Gottes guten Geist dafür. So, und dann bedanke ich mich bei dem Streaming-Team, die den Gottesdienst übertragen in die Häuser. Ich habe gehört, wie viele das anklicken. Das ist doch toll, dass es diese Möglichkeit heute gibt. Ich bedanke mich bei unserem Organisten, bei unserem Küster und natürlich bei dem Kirchcafé-Team. Darauf freue ich mich schon gleich, ein bisschen mit Ihnen zusammen zu sitzen. Wir wollen Gottes Wort hören, aber auch gute Gemeinschaft miteinander pflegen. So, jetzt singen wir, genug geredet, das erste Lied. Sie haben die Programme hier, er ist erstanden, Halleluja. Thank you.
Liebe Gemeinde, lasst uns unseren Gottesdienst beginnen und halten, so wie wir unser gesamtes Leben führen sollen, nämlich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir wollen dem Psalm 118 miteinander sprechen und beten, wenn Sie die kursiv gedruckten Verse übernehmen und ich lese die geraden, wenn man so will. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wir wollen Gott loben, indem wir gemeinsam singen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Herr unser Gott, wir feiern heute Ostern in diesen Tagen. Wir feiern das Licht der Auferstehung. Wir feiern dich und holen dich in unser Leben. Aber, lieber Herr, wenn wir unsere Welt betrachten, dann kommt wohl wenig Freude auf. In dem, was augenblicklich weltweit läuft, kann man nur erschrecken, kann man so wenig tun, ein bisschen helfen, aber viel mehr auch nicht. Aber Herr, wir dürfen uns zu dir wenden. Manchmal können wir zu wenig tun, aber wir können doch zu dir rufen, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Und Herr, wenn ich in unsere Kirche gucke, dann wird mir an vielen Stellen auch bange. Wie viele Kirchen werden geschlossen? Wie viele Gemeindehäuser entwidmet? Wie viele Pfarrstellen bleiben leer? Wie sollen die Gruppen, die Kreise, die Gemeinden nur versorgt werden? Wie soll das weitergehen mit unserer Kirche? Hilf du doch, dass dieses Licht nicht verlöscht. Auch für unsere Kirche bitten wir dich, Herr, erbarme dich. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Und Herr, wenn ich auf mein persönliches Leben gucke, wie oft entspreche ich nicht deinen Forderungen, deinem Wort? Wie oft fehlt es an Freude, Elan, an Liebe zu den Mitmenschen? Ach Herr, lass du uns auch in unserem Leben davon ausgehen, dass wir nur eins können, nämlich zu dir hinkommen und wissen, dass du in Jesus unser liebender Vater bist und bleibst. Und dass wir dich bitten dürfen, auch für uns persönlich. Herr, erbarme dich. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Die Epistel steht im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 15. Kapitel, die Verse 12 bis 20. Der Grund für die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Nun lautet die Verkündigung: Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Dann wären wir falsche Zeugen für das, was Gott getan hat. Denn im Gegensatz dazu würden wir bezeugen, er hat Christus auferweckt. Aber er hätte ihn eben nicht auferweckt, wenn es gar keine Auferstehung der Toten gibt. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Christus ist der Erste, der auferweckt wurde. Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als Erster der Verstorbenen. Halleluja! Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Halleluja! Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Lasst uns auf Gottes Wort hin unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Auf, mein Herz mit Freuden. Auf mein Herz mit Freuden,
nimm wahr, was heute geschieht. Wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Lied? Mein Heiland war gelegt, da wo man uns hinträgt, wenn von uns unser Geist in den Himmel ist gereist. Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei, er's vermeint und denket, ist Christus wieder frei. Und ruft Victoria, schwingt fröhlich hier und da, sein Fähnlein als ein Held, der Feld und Mut behält. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied, wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reißet durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Er dringt zum Saal der Ehren, ich folg ihm immer nach und darf mich gravieren am 90 und Gemach. Es tut was da kann, mein Haupt nimmt sich mein an, mein Heiland ist mein Schild, der alles oben steht. Er bringt mich an die Pforten, die in den Himmel führt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir wollen heute nur einen einzigen Vers ein wenig bedenken. Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Herr, hilf du uns, dieses Licht, das du bist, wahrzunehmen und in unser Leben zu holen und unserem Weg leuchten zu lassen, auch durch dein Wort hier heute Morgen. Amen. Liebe Gemeinde, Ostern ist das Unglaublichste, was man sich eigentlich nur vorstellen kann. Christus von den Toten auferstanden. Darüber machen sich seit Jahrtausenden Menschen Gedanken, seit 2 Jahrtausenden. Und das geht von völliger Ablehnung bis hin zu absoluter Bejahung. Bei Paulus finden wir diese Auseinandersetzung schon im Neuen Testament. Vom Judentum her ist eigentlich das Alte Testament nicht von diesem Gedanken, von dieser Hoffnung geprägt. Abraham starb alt und lebenssatt. Und das war's.
Auch bei König David, der Herr ist mein Hirte, ihr kommt vom Mann, ihr müsst das ja lernen, nicht? Hoffentlich jedenfalls. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Redet König David viel von Gottes Geleit? Das wissen Sie. Das Alte Testament, kann man zusammenfassen, hat ein Theologe so in einem Buch formuliert, der Gott, der mitgeht, dass Gott da ist, steht außer Zweifel. Aber wohin die Reise geht, diese Antwort kennt das Alte Testament nicht. Zu Jesu Zeiten gab es so erste Auseinandersetzungen darum. Die Sadduzäer und die Pharisäer waren zwei gegensätzliche Gruppen. Die einen sagen, gibt es nicht, ist eben mit dem Tode alles aus. Und die anderen sagten, naja, Gott lässt doch nicht ins Nichts zurücksinken, das kann nicht stimmen, was ihr da sagt. Da gab es schon diese Auseinandersetzung. Aber für die Christenheit ist dann dieser Gedanke klar. Ich habe vor ein paar Tagen, im Video kann man ja immerhin auch viel abends anklicken, dann daddel ich abends gerne noch ein bisschen, wie die Jüngeren das vielleicht auch machen, und hole mir gewisse Vorträge da rein. Einer war von dem Historiker Jürgen Spieß aus Marburg, der sagt, es gibt kein Ereignis der Historie, das besser belegt ist als die Auferstehung. Und er begründet das mit dreierlei. Das erste, sagt er, diese Jüngerschar. Wenn man die eine Minute nur betrachtet, dieser ganze begeisterte Kreis, der mit Jesus gezogen ist, das Leben aufgegeben hat, das normale Leben, sondern sich dem gewidmet hat, stehen plötzlich völlig verzweifelt, völlig konsterniert vor der Kreuzigung. Vorher hatten sie noch dicke Lippe riskiert, zum Teil jedenfalls wie Petrus. Und wenn ich mit dir sterben müsste, Herr, und so. Und als es soweit war, da knickte er ein wie ein Weizenkorn vor dem Sturmwind. Ich kenne den Mann nicht. Gründonnerstag haben wir ja diese Geschichten gehört. Das ist auch nicht so leicht, ein bisschen kann man das nachempfinden. Und Jesus hat ihm das nachher nicht angerechnet, sondern ihn eingesetzt wieder als ersten Leiter der Gemeinde, der jungen Gemeinde. So, und das nimmt der Historiker Jürgen Spieß als Anlass, sagt man, der Haufe war doch schon am Auseinanderlaufen. Die Jünger von Emmaus, ach, lass uns in unseren Beruf zurückgehen als Fischer, war doch alles passé. Und dann ist plötzlich die Gemeinde wieder da, weil Jesus wieder da war. Weil sie plötzlich völlig überrascht, aber dann mit ganz anderem Elan sich wieder trafen in Jerusalem und dann die erste Gemeinde aufbauten. Das ist also der erste Grund. Das zweite ist, dass die politische Reaktion auf die Auferstehung so war, dass die jüdischen Oberen, also die Pharisäer, die hohen Priester und so, höllisch empfindlich reagierten, Schuld auf sich luden, zum Beispiel den Stephanus steinigten, weil sie das nicht wahrhaben wollten. Diese Riesenreaktion bis hin zum Paulus, damals noch junger Student, einer der intelligentesten, die wir überhaupt kennen. 90% des heutigen Christentums ist paulinisches Christentum, von Paulus her. So, und der war fanatisch, der war Pharisäer. Er hat zwar nicht mitgeworfen, aber er hat aufgepasst auf die Kleider der hohen Priester und so, die Stephanus gesteinigt haben. Sag mal, diese politische Reaktion wäre nicht passiert, wenn da nicht plötzlich eine Riesenbewegung auf sie zugekommen hat und diese Bewegung eben nicht zu stoppen war. Und das Dritte ist, was der Jürgen Spieß anführt, dass er sagt,
Es hat Menschenleben verändert. Dieser Paulus zum Beispiel, ein Fanatiker ersten Ranges. Plötzlich steht er auf Seiten der Christen. Plötzlich riskiert er sein eigenes Leben. Plötzlich geht der los, quer durch den vorderen Orient, quer durch Griechenland und will dann rüber nach Rom und sogar nach Spanien und gründet Gemeinden in Ephesus, in Philippi, in Korinth und wo sie alle saßen. Und es wird eine Bewegung daraus, die größte der Weltgeschichte werden sollte. Das hat sein Leben herumgedreht um 180 Grad. Ich kann das aus eigener Familie sagen, was diese Botschaft zu ändern vermag. Und das mag vielleicht auch schon dann genügen für heute Morgen als kleiner Anstoß. Es soll auch unser Leben erreichen und verändern. Was ich erzählen möchte, ist die kleine Geschichte von meinem Vater. Mein Vater war in Pfaffenstedt der Sportvereinsvorsitzende. Und er sagte, wir haben viel Unheil angerichtet. Wenn wir Fußball gespielt haben, hatten wir gewonnen, dann mussten wir einen drauf trinken. Wenn wir verloren hatten, mussten wir es runterspülen. Gesoffen haben wir so oder so. Und haben manch einen nicht wieder rausgekriegt aus dem Alkohol. Und dann, als er meine Mutter kennengelernt hatte, die war schon immer von Jugend auf im EC unserer Gemeinde gewesen. Nee, Fritz, du kommst doch auch mit zur Kirche. Da wollte er nicht mit hin. Fritz, du kommst doch auch mit zur Kirche. Dann sagte sie, Fritz, dann ist es eben aus. Einen Nichtchristen werde ich nicht heiraten. Und an der Stelle war meine ansonsten liebevolle Mutter, war sie eisern. Die Kirche und der Glaube, das war ihr so wichtig, darüber ging nichts. Und dann war es für viele Jahre aus. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Mein Vater wurde eingezogen in Duisburg. Ich war vor ein paar Wochen noch da und habe in Duisburg eine Hochzeit gehalten. Meine jungen Leute von früher, die sind auseinandergespritzt. Da habe ich noch an meinen Vater da gedacht, da in der Kaserne. Da stand der Heiligabend auf Wache. Der Schnee knirschte 1940 unter seinen Füßen. Noch ein paar Tage weiter, dann ging es an die Front. Und da fing er an zu nachzudenken. Wo kommst du hin? Was wird geschehen? Kommst du gesund wieder? Kommst du überhaupt wieder? Und sagt er, dann habe ich nachgedacht. Und wissen, was ihm eingefallen ist? Ey, ihr lieben jungen Leute, ihr könnt euch freuen, dass ich nicht euer Pastor bin. Sonst würde ich jedes Mal, wenn ich euch treffen würde, fragen, wie geht euer Konfirmationsspruch? Das will ich von euch hören, ne? Und ihr Erwachsenen auch, wisst ihr ihn noch? Für meinen Vater, das ist ihm eingefallen, der Konfirmationsspruch. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und er sagt, seit Jahrzehnten habe ich zum ersten Mal wieder die Hände gefaltet und gebetet. So, und dann hatte er, wenn man so will, ein Riesenglück. Er kam nach Nordnorwegen. Da gibt es eine kleine russische Grenze. Da lief kriegsmäßig nicht so viel. Die Russen wollten nichts und die Deutschen auch nichts. Aber aufpassen, dass der eine oder der andere nicht rüberkam. Das ging ja da um das Eisenerz für Deutschland. Und sie war mit ein paar Bataillonen da. Er hatte ja nun doch nachdenken gelernt. Geht am Sonntagmorgen zum Hauptmann und sagt, Herr Hauptmann, ich melde mich zum Kirchgang ab. Wo wollen Sie denn hin? Ja, sagt er, zu den Norwegern. Ja, verstehen Sie denn das? Ja, sagt er, mit meinem Plattdeutsch. Ein, zwei, drei, vier, fünf ist Plattdeutsch, ne? Ein, zwei, drei, vier, fünf ist Norwegisch. Das kriege ich schon mit, was die erzählen.
Jo, und er dann in Kirkenes in die Kirche rein, sich da hinten in die letzte Bank gedrückt und dann abgewartet, was passiert. Er war doch der Feind. Er hätte verstehen müssen, wenn die sagen, du hast uns erobert und jetzt willst du zu uns in die Kirche kommen, sieh zu, dass du wegkommst. Hätte ich verstanden. Aber diese lieben, liebevollen Christen, und ich will, wenn es geht, dieses Jahr nochmal hinfliegen, um den Enkeln zu erzählen, was ihre Großeltern bewirkt haben. Die haben ihn aufgenommen. Die haben nicht den Feind da gesehen in Uniform, der da hinten saß, sondern den jungen Mann, der suchte. Und danach brauchte er beim nächsten Mal nicht mehr in der letzten Bank sitzen. Dann haben sie ihn mitten dazwischen genommen und dann mit in ihre Bibelstunden rein. Und im Nu wirkte sich das so aus, dass er Chefübersetzer für die Herren Offiziere wurde. Klar, weil wenn man die Leute kennt und dann die Sprache kennt, kann man auch das Übersetzen übernehmen. Da wurde er zum Chefübersetzer für die Truppen da oben. Auf jeden Fall, er kam aus dem Krieg zurück und hatte glücklicherweise nichts abbekommen. Und als wir dann groß wurden, sagte er, Jungs, diesen Schlamassel, diesen Mist, den wir da verzapft haben, nicht nochmal. Wir orientieren uns an Christus. Wir orientieren uns an der Kirche. Und es gab keinen Sonntag, wo er nicht in die Kirche ging. Und dann baute er eine Bibelstunde, so wie wir sie in Nordnorwegen kennengelernt haben, auch hier auf. Und erst in den Wohnstuben auf den Höfen und später, als der Kreis zu groß wurde, im Gemeindehaus. Aber das hat was bewirkt. Ein ganzes Leben eben herumgedreht und auf die richtige Spur gesetzt. Und das wünsche ich mir auch, dass das heutzutage wieder von Ostern ausgeht. Ein Licht und eine Freude. Und dass das hält bis in die Ewigkeit hinein. Zwei kleine Zitate am Schluss. Manche von uns kennen vielleicht Saint-Exupéry, den französischen Schriftsteller. Er hat dieses wunderbare Büchlein geschrieben, Der kleine Prinz. Ist vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt. Ein kleines Zitat daraus. Der Tod ist nicht das Ende, sagte der kleine Prinz. Das ist nur Glaube, rief jemand, mehr nicht. Weniger nicht, sagte jemand, weniger nicht als Glaube und damit auch Hoffnung und Liebe, weniger nicht. Wir werden uns wiedersehen in der Ewigkeit. Adieu, geh mit Gott, sagte jemand, erfüllt von dem, was aller Zeit trotzt, Glaube und Hoffnung und Liebe. Und ganz praktisch, einer unserer größten Techniker und Ingenieure und Wissenschaftler war Werner von Braun. Die Älteren werden sich an den Namen noch erinnern. Er war der deutsche Raketenforscher, der erste, der Raketen in den Weltraum brachte, von Peenemünde aus. Und dann haben ihn nach dem Kriege die Amerikaner kassiert. Und John F. Kennedy hat nicht die Amerikaner genommen, sondern das gesamte deutsche Team. Die haben mit dem Apollo-Programm die Amerikaner auf den Mond gebracht und heile wieder zurück. Die haben das fertiggebracht. Die waren ja auch spitze. Aber darauf kommt es mir nicht an. Mir kommt es darauf an, was Werner von Braun einmal geschrieben hat. Und das hat ihn sein Leben lang geprägt, bis in sein Sterben hinein. Die Wissenschaft, so schreibt er, hat herausgefunden, dass nichts spurlos verschwinden kann. Die Natur kennt nicht Vernichtung, nur Umwandlung. Wenn nun Gott dieses fundamentale Prinzip gebraucht, wenn es um den kleinsten und unbedeutendsten Teil des Universums geht, ist es dann nicht ganz logisch, damit zu rechnen, dass er auch dieses Prinzip gebraucht, wenn es um das Meisterwerk in seiner Schöpfung geht, nämlich
um die Seele des Menschen. Das, glaube ich, tut er. Und jetzt die Antwort darauf, der Schriftsteller Novalis fragt, wohin denn nur geht unser Weg? Und das ist die Kraft unseres Lebens. Er antwortet, nach Hause. Immer nur nach Hause. Wohin denn nur geht unser Weg? Nach Hause, immer nur nach Hause. Und daraus erfolgt eine Lebensstärke und eine Lebensfreude. Und liebe Gemeinde, ein Lebensauftrag für jeden von uns. Das Licht dieser Auferstehung möge uns leuchten. Amen. Wollen wir nun miteinander singen, Jesus Christus, Herr als König. Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles liegt ihm Gott zu Fuß. Alle Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Nur in ihm, o Wundergaben, können wir Erlösung haben, die Erlösung durch sein Blut. Hört's, das Leben ist erschienen und ein ewiges Versühnen. Wir wollen nun zum Ausgang beten und uns zu diesem Gebet erheben. Herr Jesus Christus, du bist in unsere Welt gekommen. Du hast Menschen geheilt. Du hast Menschen Orientierung geschenkt. Du hast Menschen eine Heimat, ein Zuhause, eine Gemeinschaft gegeben. Herr, wir bitten dich heute an diesem Osterfest ganz besonders für uns, für unser Leben, dass dieses Licht, das du bist, hineinleuchtet. Du hast gesagt, ich bin das Licht der Welt und das darf für uns wahr werden. Es soll es. Herr, wir denken aber auch an unsere Welt. Aber was soll aus unserem Teil der Erde, auch aus unserem Land und Volk werden, wenn die Kirche, wenn unsere Kreise und Gruppen so schwach sind und unser Land nicht mehr durchsetzen können von dieser frohen Botschaft. Herr, ich bitte dich, dass es wieder neu aufleuchtet, dieses dein Wort. Ich bitte dich darum, dass unsere Herzen davon ergriffen sind und dass wir es weitergeben, wo wir nur können, in Tat und in Wort. Herr, diese Osterbotschaft will das Herz der Welt verändern. Wir bitten dich für all die Stellen,
an denen der Teufel am Werk ist, wo Menschen entsetzlich leiden, Krieg herrscht und sie einander hassen und umbringen. Ach Herr, gib doch, du kannst doch Menschenherzen wandeln. Lass uns das Unsere tun, was wir vermögen, was wir können. Aber hilf du, dass diese Welt doch wieder anders wird. Wir befehlen sie und uns dir mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehört hin im Frieden des Herrn, Gott sei ewiglich Dank. Der Herr, unser Gott, segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Verstanden von der Macht alle, nun wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie eleison. Wenn nicht erstanden, so wäre die Welt gelangen. Als er erstanden ist, so haben wir den Vater Jesu Christ Kyrie Alleluia, Alleluia, Alleluia. Wir sollen alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleison. Liebe Gemeinde hier in Westkilver, es ist so meine Art, immer noch so ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Friedrich von Bodelschwingh hat gesagt, einer unserer großen Betel, die von Bodelschwingh'schen Anstalten, in jedem Gottesdienst muss einmal gelacht werden. In der Ostkirche drüben haben wir die Ostertradition, dass Osterwitze sonntags, Ostersonntags morgens erzählt werden. Einen will ich weitergeben. Ich habe, wer es haben möchte, auch noch ein oder zwei Exemplare von unseren plattdeutschen Bildbänden, die wir herausbringen. Auf der einen Seite hochdeutsche Texte und auf der anderen Seite für die Intelligenten die plattdeutschen Texte daneben. Ne? Eine von den Geschichten zum Schluss sind viele besinnliche, die Pastor Else aus Lübbecke zusammengetragen hat. Und wir haben dann von unserem plattdeutschen Arbeitskreis jedes Jahr noch ein Bildband oder ein Buch herausgebracht. Da steht zum Schluss folgende Geschichte. Kommt Josef von Arimathia mit ganz vergrätztem Gesicht nach Hause. Seine Frau sieht das und sagt, was hast du denn, Josef? Ja, sagt sie, stell dir vor, Jesus ist gestorben. Und denkst du dir,
Wir konnten kein Grab für ihn finden. Die Gemeinde hat uns nicht geholfen. Privat hat uns keiner geholfen. Ja, und was hast du dann gemacht? Ja, sagte, da habe ich ihn zum Schluss in unser frisch gehauenes Felsengrab gebettet und da hineingelegt. Sagt sie, bist du verrückt? Das haben wir doch gerade für uns, für unsere Familie hauen lassen, bereiten lassen. Und jetzt belegst du das? Sagte er zu dir, Frau, reg dich nicht so auf, ist doch nur für ein Wochenende. So, jetzt hören wir noch ein Orgelnachspiel und dann treffen wir uns gleich, nicht weglaufen zum Gemeindecafé, ne? Also eine schöne, eine fröhliche und eine gesegnete Osterzeit. So, jetzt weiß ich, wer Sie sind. Jetzt will ich das erkennen. Wir sehen uns. Jo, wir haben uns doch auch schon mal irgendwo habe ich ihr Gesicht gesehen. Wir waren beim Gartenbauverein in Lenzing. Ah, jo. Wir könnten noch einen Birdenplatt kochen. Ja, ja. Sind nur, nur Birter verstorben. Dann kannst du jetzt die Jüngsten können. Ja, na ja. Das ist wohl nicht zu retten, aber darauf kommt es nicht an. Nicht? Aber wir machen gerne Spaß, die Plattdeutschen. Ja. Hätten Sie es denn auch verstanden, das Plattdeutsche? Teilweise. Meine Mutter kann es auch noch, die kommt von hinterm Berge. Ach ja. Mikro irgendwie noch an. Habe ich noch an? Ja, man hört ja alles.